Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner allseits bekannten Quasselrunde. Wir befinden uns in Folge Nummer 17. Ja, ich weiß, ihr wartet wahrscheinlich alle noch sehnsüchtig auf den Jahresrückblick. Den habe ich auch noch vor zu machen. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, weil aktuell bin ich ein bisschen im Stress, weil im Studium sind ein paar Abgaben noch fertig zu machen. Das Hintergrundbildchen hier musste ich gerade noch basteln, weil Stream ja heute ist. Und sonst habe ich noch eine Bewerbung fertig zu machen. Ja, ich weiß, ich bin da schon ewig lange dran, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Es zog sich halt ein wenig hin, bis ich diese Bewerbung endlich mal, es ist ein ganz anderes Thema. So, auf jeden Fall, nur eine schnelle, kurze Ankündigung noch. Ich hoffe mal, heute bin ich auch wirklich kurz dabei. Wir werden heute mit A New Beginning beginnen im Livestream, im Live-Let's Play. Heute ist der 9. Januar. 9. Januar. Wir werden A New Beginning spielen und zwar auf Twitch und YouTube gleichzeitig. Letzte Woche haben wir ja einen kleinen Stream-Test gemacht, Onks Venture. Habe ich sozusagen das Onks Venture Live Let's Play nochmal gestreamt sozusagen. Ich habe einfach die Aufnahme halt exportiert gehabt und habe sie dann nochmal durch den Stream laufen lassen. Ich hoffe zumindest mal, dass es keine Probleme gibt. Ich denke mal, performance-technisch sollte der Doppelstream keine Auswirkungen haben, weil das läuft trotzdem, OBS-Encoder trotzdem nur einmal, die Pakete werden nur zweimal losgeschickt. Und ich habe auch letzte Woche geguckt, der Server, bei dem das geht, der läuft bei mir lokal auf dem Rechner, das ist ein Nginx. Das ist halt, der verschickt im Prinzip zwei Pakete, aber der braucht ganz minimal Leistung. Also der braucht wirklich nur so ein bisschen Prozessorzeit braucht der, aber es sollte keine Auswirkungen haben. Hoffe ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der braucht nur ganz, ganz, ganz wenig Speicher. Also der ist da sehr sparsam, weil der muss im Prinzip nur die Daten durchschicken. Der schickt im Prinzip einfach die Daten, der kriegt im Prinzip Daten rein und schickt sie zweimal raus. Das muss er ganz kurz zwischenpuffern, aber das kriegt er wahrscheinlich auch irgendwie hin. Muss wahrscheinlich gar nicht mal zwischenpuffern, da kann er ja gleichzeitig schicken oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ist auch egal. Aber auf jeden Fall, das Einzige, was dafür gut sein muss, ist meine Internetleitung. Und da das halt 3 Kilobit pro Sekunde sind, also so 3, 4 Kilobit pro Sekunde, was da beim Stream durch die Leitung geht, das kriegt aber das Internet hier kriegt das eigentlich ohne Probleme hin, weil das ist, keine Ahnung. Ich glaube, du hast eine Gigabit-Leitung oder sowas, Gigabit-Upload, Gigabit-Download oder sowas. Also das passt schon locker. Also die paar Kilobit, wobei das sind 2-3 Megabyte, Megabit oder Megabyte, pro Sekunde auf jeden Fall, das kriegt der irgendwie hin. Also das ist jetzt nicht das Problem. Auf jeden Fall, wir spielen A New Beginning. Das läuft ja jetzt endlich bei mir unter Wine. Das kann ich dann nachher vielleicht noch erzählen vom Live-Let's Play. Und ja, hier, diesen Hintergrund zu machen, das war so scheiße aufwendig. Das kann ich euch sagen. Ich muss mich aber auch beeilen, deswegen rede ich heute so schnell. Also der Text da, das sieht zwar auf den ersten Blick wahrscheinlich aus wie das Original-Logo, ist es aber nicht. Weil das Problem ist nämlich schlichtweg, ich dachte mir, ja, ich ziehe mir ja einfach das Original-Logo aus dem Startscreen. Pustekuchen. Denkst du, das geht? Nein, geht nicht. Das Problem ist nämlich, das Fenster hat nur eine Auflösung von 700, was weiß ich, wie viel Pixeln in der Höhe und halt entsprechend Breite. Ich glaube, das sind 1024 mal 700, tralala, ich weiß es nicht. Also die Auflösung von diesem dämlichen Fenster ist eben nicht besonders hoch. Heißt also, da das Logo da noch einen Tacken kleiner ist wie hier, kriegst du da auch kein vernünftiges Bild raus. Ich habe versucht, das ausschneiden, dann Rand so ein bisschen ab, da wegradieren und so. Aber ich sag euch, das hat nicht funktioniert. Also ich habe zumindest mal kein von der Qualität her vernünftiges Logo rausbekommen. Was habe ich also gemacht? Ich habe es per Hand gemacht. Ich habe das gesamte Scheißding per Hand nachgepinselt. Also ich habe einfach mit irgendeinem ähnlichen Font angefangen, dachte mir da so, nee, sieht nicht gut aus und habe dann im Prinzip jeden Buchstaben einzeln nachgemalt. Und zwar sowohl das New Beginning, dann habe ich den Strich gezogen und das Final Cut auch nochmal. Dann Gradient drüber, die Farben kannte ich ja,
Die konnte ich aus dem Logo mehr oder weniger rausziehen, einfach Gradient drüber und gut ist. Haben wir auch. Live-LP habe ich mir selber zusammengestellt. Ich habe irgendwie immer noch den Eindruck, dass das hier ein bisschen zu kurz ist bei dem Hashtag. Der sieht irgendwie komisch aus, der Hashtag. Ich glaube, der müsste da länger sein. Egal. Auf jeden Fall, ich hab das halt jetzt fertig gemacht. Das war auch eine scheiß Arbeit. Also der Gradient drüber klatschen ist jetzt nicht schwer, aber was schwer ist, ist da die Buchstaben zu machen, weil die musste ich alle per Hand erzeugen. Hab da dann als Vorlage einen anderen Font gehabt, aber der sah halt nicht so aus, wie ich das wollte. Der Text da unten, das ist relativ easy. Font genommen, bisschen umrandet, fertig. Das halt nicht zu groß ist, aber auch so. Halt so gemacht, dass das nicht größer ist wie der Text. Das da hinten ist einfach ein Screen, das ist mehr oder weniger fast das gleiche wie das Startscreen, auch von der Farbstimmung her, aber das ist eigentlich ein Ausschnitt aus dem Hintergrund im Spiel, den werden wir auch noch sehen. Habe ich einfach abgescreenshottet, das Bild ist ursprünglich einen Tacken größer, das habe ich dann etwas runter, habe dann halt entsprechende Kasten reingelegt und habe dann jetzt, habe dann das Logo reingeklatscht, habe dann noch so ein bisschen so Alpha, so einen leichten Rand außenrum gemacht, so einen Alpha-Rand. So, und ich würde mal sagen, aber ich bin völlig verplant. 16.30 Uhr geht's los. Ich muss mich beeilen, damit ich das Video noch hochgeladen kriege und noch Mittagessen kriege, weil die Mensa macht nämlich um zwei zu. Da kommt, das soll das Video rauskommen und es ist jetzt schon 1 Uhr. Ich muss mich also beeilen. So, wir haben hier den Text. Ein bisschen mehr kann ich vielleicht nachher noch erzählen. So, und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nachher wieder. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim Live-Let's Play und ich hoffe, ihr kriegt das auch noch rechtzeitig mit. Also es läuft auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig. Was ich aber noch dazu sagen sollte, es gibt auf YouTube keinen Chat. Also der Chat auf YouTube ist aus, weil ich nämlich nicht weiß, wie ich an den Chat drankomme ohne Browser, dass es kein Tool dafür habe, das macht. Also wie bei Twitch. Bei Twitch habe ich ein Tool, da kann ich einfach auch direkt über ein Programm halt auf den Chat zugreifen. Das kann ich bei YouTube leider nicht, von daher werde ich halt nur mal auf YouTube den Chat erstmal auslassen. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, euer Setanta RP. Jetzt ciao mit V. Habt noch viel Spaß beim Streamschauen dann. Wir hören uns dann nachher. Bis dann, ciao, ciao mit V. Und ja, ciao, bis dann.